Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich will heute eine Möwenpfeife bauen. Dafür brauchen wir zuallererst so ein Stück Rinde. Das kann eine Birkenrinde sein oder auch von einem Kirschbaum. Die bieten sich ganz gut an, weil die so flexibel sind. Und dieses Stück, ich habe hier schon eins, das schneiden wir aber gleich mal hier raus. Das ist ein Stück Kirschholz. Das Wichtigste sind die Handschuhe. Genau. Ich versuche jetzt hier aus diesem Stück Holz quasi ein Stück Rinde rauszuschneiden, was einmal komplett um diesen Ast drüber geht, der auch ungefähr dann 2 cm breit ist. Dafür ritze ich das hier einmal an mit einem scharfen Messer. Das muss man mitunter vielleicht mal mehrmals machen. Damit sich das auch hier wirklich an einem Stück lösen kann. Und dann sollte man im allerbesten Fall es einfach abziehen können. Genau, wir schneiden das zurecht und schaben das erstmal so ein bisschen ab, damit das quasi später auch eine gute Membran werden kann. Die ganzen Unebenheiten stören dann nämlich am Ende des Tages, damit das auch am Ende frei schwingen kann. Als nächstes brauchen wir von diesem Ast ein Stück, das wir benutzen können. Ich würde gerne, glaube ich, gleich hier weiter oben eins nehmen, weil es einfach ein bisschen dünner ist. An sich sollte eure Membran ungefähr 2 cm länger sein als das Stück Holz, was ihr abschneidet. Genau. Ich markiere mir das direkt mal mit einem Stift. Und dann würde ich sagen, geht's los. Genau, worauf ihr achten müsst, ist, dass da am besten kein Astloch ist. Dementsprechend markiere ich hier nochmal um. Wobei, es muss ja kürzer sein, dann passt das. Sehr gut. Genau, ich habe jetzt hier die Markierung gemacht und säge das jetzt. Als nächstes müssen wir das hier spalten und das machen wir, indem ich hier mit dem Messer so eine Kante ansetze und mit diesem Klöppel hier vorsichtig draufschlage. Als nächstes müssen wir bei diesen Hälften hier quasi in der Mitte ungefähr ein 4 cm langes Stück anzeichnen, was bei beiden am Ende auch natürlich gleich sein sollte. Und jetzt können wir das mit dem Messer vorsichtig ein Stück weit ausschaben. Nicht zu viel, also maximal so einen halben Millimeter raus. Einfach, dass da ein bisschen Luft dran kommt. Wenn ihr so enge Sachen schnitzt, besorgt euch auf jeden Fall Schnitzhandschuhe oder seid besonders vorsichtig. Man sieht es jetzt vielleicht ein bisschen. Ich habe hier das ein bisschen weggenommen an den beiden Seiten. Ich weiß noch nicht, ob es genug ist, aber ich mache es jetzt erstmal beim anderen und dann können wir das testen.
Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das mal testweise aufeinanderlegen. Und wenn sich hier dann ein Spalt ergibt, dann sieht es gut aus. Und um zu testen, ob es wirklich funktioniert, gibt es eine relativ einfache Methode. Wir machen das nämlich schon so, wie es im Grunde dann sein muss. Wir legen unsere Membran hier rein, legen das andere passgenau da drauf. So, da hat man schon mal gehört. So sollte das am Ende auch klingen. Die große Kunst ist natürlich, das hier gut festzuhalten. Ich mache es nochmal, damit man es auch gut hört. Genau, so klingt es im Grunde wie so Möwen am Strand. Und bevor wir das jetzt gleich zusammenbinden, möchte ich das noch ein bisschen schön machen, weil so sieht es ja auch noch nach nichts aus. Und dafür werde ich hier einfach erstmal die Rinde wegnehmen. Ihr seht hier, selbst wenn mal ein kleines Astloch dabei ist, dann ist das nicht tragisch. Genau, das sollte soweit reichen. Im Grunde können wir das jetzt zusammenbinden. Was ich aber jetzt hier auch noch machen werde, ist, dass ich hier, ich werde es auf der längeren Seite quasi zusammenbinden, damit ich da ein bisschen Gefühl mehr Druck aufbauen kann. Und das werde ich, damit der Knoten sich ein bisschen besser hält, die Bindung, das hier noch einritzen. Jetzt kann ich die Membran nehmen und einlegen, so wie ich es die ganze Zeit schon gemacht habe. Einfach hier drauf. So, und dann nehmen wir ein Stück Faden und binden das fest. Im Grunde ist es egal, was für einen Knoten ihr macht, der muss einfach nur fest sein. Ich werde jetzt hier zur Sicherung einen Mastwurf machen. Den kann ich dann schon mal schön in diese Ösen hier reinlegen, die ich eben geschnitzt habe. Na, und ihr spielt die Pfeife, indem ihr immer eure Membran wieder spannt und dann da durchpustet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und falls ihr auch andere spannende Bastelprojekte habt, die man so draußen in der Natur machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ciao und bis zum nächsten Video.